Herzlich willkommen wieder zurück bei Just Cause 3. Rico, die Informationen aus dem Bavarium-Panzer sind faszinierend. Ich brauche Hilfe bei der Auswertung. Komm zur Höhle. Ja, du mich auch, danke. Jedes Mal, wenn die Scheiß-Session beginnt, labert immer irgendjemand ins Wort. Okay, ja, willkommen. Ich bin wieder weg und ja, wir sind jetzt in Trio. Ein sehr gutes Trio, würde ich sagen, sind wir. Warte mal, der Bavarienpanzer. Irgendwas war doch da wieder, irgendein Scheiß, oder? Drei sind eine Gruppe. Ach komm, wisst ihr was? Wir machen das jetzt gleich. Ich hab keinen Bock, jetzt wieder hier Gebiete einzunehmen, auch wenn wir es müssen und ich weiß. Und ja. Ich muss gar nichts. Rico muss ja. Ich nicht. So. Danke, tschüss. So, ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll, hier drinnen zu landen. Also im Missionsziel. Nein, 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 lieber nicht. Oh Gott. Moinsen. So, den nächsten Ladebildschirm. Ich will zu meiner Gran Madre. Wie geht's Mario? Dem geht es ganz gut. Rico, töte mich bitte. Aber er ist schlimmer als ein Baby. Mhm. Aber ein ganz süßes. Na, wenn du das sagst. Oh, Rico, ich habe hier was Interessantes. Was hat Sino hier verloren? Oh, ausreichender IQ. Er sagt, er hat früher für das Bavarium-Waffenprogramm gearbeitet. Die Diagnose ist faszinierend. Das Bavarium wird direkt in die Panzerung eingearbeitet. Dadurch wird es immun gegen konventionelle Waffen, Explosionen und Feuer. Okay, also unbesiegbare Panzer. Gibt's eine gute Nachricht? Ich weiß Nachricht? Noch nicht, wie man das Schild deaktivieren kann. Und was genau ist daran gut? Tja, wir wissen, dass viele Teile des Panzers in einer Fabrik in der Nähe gefertigt werden. Okay, Dima, das sehen wir uns an. Nein, 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 zu gefährlich. Theo hackt sich in die Systeme. Oh, nein, nein, nein. Theo repariert diesen Panzer und dann verkaufen wir ihn. Die Krankheit und das Heilmittel zu kennen, könnte noch viel mehr wert sein. Oh, du willst eine neue Waffe entwickeln. Dann ist ja alles klar. Dann machen wir drei Hübschen uns mal schnell an die Arbeit, was? Okay, wir sorgen dafür Ärger, du erledigst die Verstärkung und dann greifen wir zusammen die Fabrik Klingt an. Nach einem Plan. Nein, 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 nicht anfassen! Ah. Viel Spaß, du Wahnsinniger. Da sind wieder Profis am Werk. Ja. Okay, dann stürmen wir die Fabrik, würde ich mal sagen. Ich hoffe mal, ich habe jetzt wieder ein bisschen Speicher gelernt können, weil ich habe ja so viel aufgenommen. Hey Rico, du findest vor Ort ein kleines Spielzeug, das wir für dich dagelassen haben. Wir starten ein subtiles Ablenkungsmanöver. Du musst nur die Soldaten ausschalten, die darauf reagieren. Kapiert? Ja, habe ich. Okay, ja, also, bevor es weitergeht. Ich habe jetzt so viel wieder ein bisschen geklärt. Ich hoffe mal, dass es einigermaßen reicht für zwei, drei Folgen. Weil ich bin jetzt erstmal nur drei Tage dann weg. Also vier Tage. Also eigentlich generell drei Tage. Aber es ist nicht ganz genau drei. Es sind fast drei Tage. Ist auch egal. Es reicht es sollte jedenfalls reichen für die paar, zwei, drei Parts. Und dazwischen muss ich noch Life is Strange, muss ich zwei, drei Parts aufnehmen, dann komm ich. Ah, Rico, verrätst du deinem alten Freund Sheldon, was hier los ist? Du scheinst eine Menge Leute nervös zu machen. Oh toll, ich habe die Einrastfunktion funktioniert. So irgendwas über die Revelle. Warte mal, jetzt ist ja alles voll verstellt. Das habe ich voll vergessen. Jetzt dann ist ja. Okay. Jetzt ist hier einfach die Einrastfunktion, weil ich hier auf die Shift-Taste rumhämmern muss. Alter, was ist das denn für ein Kack? Hab ich mir gerade erschrocken. Ich denke schon. Was denkst du, woher sie kam? Von der freundlichen Agentur nebenan natürlich. Die schwarze Hand hat ein Vermögen dafür bezahlt. Die schwarze Hand? Söldnergruppe. Arbeitet für die Ravello. Große Typen, gruselige Stimmen. Mit Bavarium geschützte Panzer, das übliche halt. Die Schwarze Hand hat einen Deal mit die Ravello. Sie kriegen auch einen Teil des abgebauten Bavariums. Wir spinnen ein komplexes Netz, Amigo. Gott sei Dank ist weg. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe irgendwie voll aufgenommen. Jetzt muss ich Life is Strange noch vorproduzieren, damit ich die drei Tage da, während ich weg bin, noch fertig bekomme. Weil es sind ja nur mal, ich bin nur ein paar Tage jetzt weg wieder. Sehe nur die halbe Woche.
Wenn ihr das seht, bin ich ja derzeit weg. Aber schon fast wieder auf dem Rückweg. So. Die Stadt sieht nicht nach uns aus. Anschlag! Ich bin hier. Wir sind unterwegs. Unser Ablenkungsmanöver beginnt in etwa jetzt. Wo seid ihr überhaupt? Das ist also der Beginn, wo wir wieder mal die Ravello produzieren. Sehr subtil. Wie bestellt? Oh nein. Jetzt zeig mal, was du kannst, Rico. Mach sie fertig. Ja, scheiße, die haben das eine Ding jetzt weggesteckt. Ach Junge, wie kann ich denn hier auf dieses Visier gehen? Soll ich hier no-scopen oder was? Ja, okay. So, die sind weg, da kommen neue. Das Ding machen wir hier mal weg. Braucht keiner. Jawohl. So, die sind weg. Eigentlich wäre noch. Ah doch, hier irgendwo. Ah, da unten. Ja, da muss ich ein bisschen näher ran. Die wollen gar nicht mit mir kämpfen überhaupt. Ich schieße auf die. Okay. Respekt, Rico. Test bestanden. Geh jetzt zum Aussichtspunkt an der Raffinerie. Du kannst für uns den Spion spielen. Diese Bavarium-Raffinerie. Wozu dient sie? Sie extrahiert Bavarium aus Stein und Metallen. Das Ergebnis ist reineres Bavarium, das man leichter zu einer Waffe machen kann. Dafür ist es etwa. Hey, kommt ihr beiden jetzt, oder? Nicht jeder kann fliegen. Na, dann lernst doch. Natürlich kann jeder fliegen. Von der Schule vielleicht oder von der Arbeit oder sonst wo. Ach, da unten. Amüsieren wir uns ein bisschen. Zerstör den Schaltkasten. Das müsste das Tor öffnen. Ich kann von hier deinen selbstgefälligen Blick sehen. Hallo. Welchen selbstgefälligen Blick? Komm runter von deinem hohen Ross, Rodriguez. Wow. Wie aufregend. Wow, und immer diese Übergänge, diese spannenden Übergänge von der Ladebildschirm. Ich finde das so geil. Gib mir Deckung, während ich die Daten unterlade. Wisst ihr was, ich werde jetzt runtergehen. Wenn sicher genug Leute kommen. Annika, ich bin drin. Verdammt, noch eine Firewall. Das Laufwerk hat eine komplizierte Verschlüsselung. Das dauert noch etwas. Ja. Schön, dass du beeindruckt bist, aber lange überleben wir das hier nicht. Ui, Space Shuttle. Ich hab's. Sieht gleich. Gut aus. Die Sicherheitsprotokolle sind extrem robust. Boah, explodiert. Naja. Das war ein guter Start. Boah. Die Verschlüsselung ist wesentlich komplexer, als ich erwartete. Theo, fertig, verschwinden wir. Na
nördlich von euch. In dem Hangar steht ein Helikopter. Ich gebe euch Deckung. Brauche ein Heli. Wir rücken vor, Rico. Gib uns Deckung. Also die brauchen Heli. Achso, natürlich. Ich werde wieder hier stehen gelassen. Sie. Okay, rücken wir vor. Gib uns Deckung. Rico, gib uns Deckung. Weiter jetzt. Halt uns den Rücken frei, Rico. Wie mein Bestes. Oh, guck da vom Feuerball an. Oh. Was macht hier? Schieß auf alles, was sich hier bewegt. Vorsicht, da sind noch mehr. Wir müssen weiter. Halt uns den Rücken frei, Rico. Was machen die hier denn hier für Wege, für Umwege fallen? Vorsicht, da kommen noch mehr. Da ist der Heli. Hier sind wir noch drinnen. So. Kontrollpunkt. Rico, benutzt deinen Haken und kling dich ein. Ja, bin dran. Okay, bring uns hier raus, Theo. Ja, aber hau mich nicht runter. Der Heli ist einfach schon ein bisschen kaputt. Wir sind in Sicherheit. Gleich sind wir in Sicherheit. Raketenwerfer, zerstör sie! Du sagst das, als hätte ich das noch nie gemacht. Da hängen wir unten ein bisschen ab, würde ich sagen. Heute ist ein bisschen alles auf den Kopf gestellt. Naja. Da kommen noch mehr Feinde. Ich bin überrascht, dass wir noch am Leben sind. Bei deinen Hackerkünsten überrascht mich das auch. Pass auf, oder ich vergesse, dass du da unten bist und lande. Klappe, Jungs. Rico, nicht schlecht. Nicht Hange. Schlecht? Das war's? Ich mache hier ein bisschen Städtekämpfe, ne, und so. Also das... Was ist denn da unten los? Ist eh egal, ich krieg den eh nicht. Nicht nur am Boden, Alter, du Knecht. Für dich ist jetzt Schluss. Danke, Rico. Wir sind in Sicherheit. Wir bringen die Info zu Dima. Pass auf dich auf. Nice. Mission abgeschlossen. Drei sind eine Gruppe. Und wir sind jetzt in Tsinta, Kinta, China irgendwo. Keine Ahnung. Das ist ein guter Ort, um Krieg zu machen, wenn hier schon ein Krieg provoziert wurde. Feindaktivität. Alle ja. Einheiten hierher. Naja. Könnt ihr schon mal losschicken. Ich brauche nicht lange wahrscheinlich. Ach, guck mal da unten. Die glauben wir, die sind so stark. Yeah.
keine Ahnung, wo hier noch was sein soll. Hier soll irgendwo ein Generator oder sowas sein. Den habe ich ja hier schon zerstört, gell? Oder keine Ahnung, was das hier ist. Ne, das habe ich doch schon zerstört. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. So, das da unten. Das ist weg. Was ist das hier? Ich gehe mal runter. Ich habe ein bisschen einen Überblick. Muss ja auch öffnen und so weiter. Tabellenrufen 3, 1, okay. 3 Zellen müssen wir öffnen. Oh, da ist er noch, der Kasten. War nicht so falsch. Ah, toll. Wir haben doch auch gute Hackerkünste. So, 3 Monitoren. Ich habe mit den Informationen aus der Raffinerie einen Prototyp gebaut. Ich könnte den Panzer aufhalten, aber wir brauchen einen Feldtest. Theo wartet an diesen Koordinaten. Ich bleibe bei Mario. Alles klar. Tag 65. Es wird Zeit für eine Tragödie, die Präsident Dante erneut in unsere Basis führen wird. Aber vorher muss ich mein kleines Lamm zur Schlachtbank führen. Heute Nacht setze ich ihm einen Floh ins Ohr. Die Wachen ist das auch scheißegal, dass ich hier einfach die Monitore deaktiviere. Okay. Ja, die sind jetzt hier gleich weg. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ah, wir sind in Masos. Wir sind einmal hier quer rumgeflogen. Naja. Wir müssen eh alles, wie gesagt, alles einnehmen. Bam, 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 bam. 1 von 7. Noch gar nichts gemacht, ja. Das wird noch ein bisschen dauern. So, da oben geht es jetzt schon gleich weiter. Eine lange und gefährliche Straße. Boah. Okay. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, wie ich die ganzen Folgen benennen soll. Wenn wir hier ständig nur eigentlich am Gebiete sammeln sind. So, wisst ihr, weil wir sammeln ja ständig irgendwie, oder müssen zumindest, das geht ja nicht anders, man muss ja hier die Gebiete einnehmen, damit man hier weiterkommt. Die BRM-Truppen in Chinta sind Geschichte. Jetzt brechen neue Zeiten an. Aber noch ist der Kampf nicht vorbei, Freunde. Es ist immer so ein bisschen ein Gehakel, irgendwie die Folgen zu benennen, wenn man ständig nur dasselbe macht. Da ist aber ein richtiger Roboter. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. So. Irgendwo ist ja noch ein Kasten. Aber kein Kasten Bier. Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Wo sind der? Achtung! Aber wir schicken Panzer zu eurer Position. Ja, das brauchst du alles gar nicht machen, das ist so unnötig. Weil ihr seid jetzt eh tot. Idioten. So, das haben wir eingenommen. Was ist das?
da draußen los, meldet euch gefälligst. Ja, das machen die nie, weil die sterben immer so schnell. Das ist einfach komisch. Das sind so Papiersoldaten. So viel Schuss haben wir jetzt aber auch nicht mehr. Guardiamasus 2, 3. 2 fehlt uns noch, glaube ich. Guardiamasus 3, ja. Ja, eine Stadt, die ist halt da oben. Jetzt brauchen wir hier 3 Provinzen, müssen wir befreien. Hier mal 1 von 7. Also 2 bräuchte man insgesamt. Wahrscheinlich Trio müsste man machen. Und Masus. Petra, ja, das. Wir sollten einfach befreien und. Dann sehen wir eh, was noch alles überbleibt. Und meistens sind ja hier, wir haben ja letzte, in der letzten Session eh so kleine Gebiete oder so kleine Städte gehabt, so kleine Dörfer, wo so 2, 3 Sachen zu zerstören sind. Und das war's.